Hallo ihr Lieben, grüß euch, willkommen bei Sprechzeugs und willkommen bei mir im Auto. Ich bin gerade unterwegs und habe noch ein bisschen Zeit und da dachte ich, ideal, jetzt drehe ich doch mal an anderer Stelle den kleinen Vorspann für unsere nächste Folge beziehungsweise für unsere nächsten drei Folgen. Denn ich habe euch aus dem Fundus ein paar Folgen zusammengeschnitten mit Haltungsübungen, mit Übungen für die Atmung und ihr wisst ja, wie wichtig die für eine tragfähige, kraftvolle Stimme ist. Und zwar A-Übungen für zwischendurch, die ihr einfach so einbauen könnt, die so ganz leicht und nebenbei mal mitgehen. Also lasst euch überraschen von ein paar Übungen und diese Folge, die nächste und die übernächste Folge wird es darum gehen und danach gehen wir schon mit Riesenschritten auf Weihnachten zu. Aber jetzt geht es erstmal um Haltung in der jetzigen und in den nächsten zwei Folgen. Also passt auf euch auf, bleibt mir gewogen. Tada und bis bald. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin wieder bei der Katharina Rogala und wie ich es mit der Christine Schindler schon gemacht habe, möchten wir euch heute so ein paar kleine Übungen für zwischendurch zeigen, ne? Fürs gute dynamische Sitzen. Und ihr wisst ja, richtige Haltung ist unglaublich wichtig, damit die Stimme gut nach außen tragen kann. Was hast du mitgebracht heute, Katharina? Wir hatten ja schon diese wunderbare Übung, diese Rollbewegung, diese Welle der Wirbelsäule. Das war eine sehr schöne Sache schon mal, dass wir immer das hat ja was vom Tanzen wiegeln, fast schon, ne? Atmen dabei. Während ich das mache, spüre ich habe hier meine Hände auf den Oberschenkeln. Das bringt mich auf eine andere sehr schöne Sache. Okay. Durch dieses lange Sitzen ist ja auch wirklich der gesamte Stoffwechsel verlangsamt. Ich kann nun zum Beispiel hier kräftig ein paar Mal über meine Oberschenkel reiben. Wir tun das mal ohne zu reden. Die Beine. Ja, wow, lassen wir es mal, sonst kriegt mein Tonband ein Problem. Was entsteht dadurch? Da merke ich, aha, meine Beine werden belebt und gewärmt. Okay. Aber nicht nur die Beine, sondern tatsächlich auch die Hände. Es entsteht ja wirklich eine Reibungswärme. Und das Interessante ist, dass ja in den Händen sind ja sehr, sehr viele Nervenenden. Und alles, was diese Bewegungen sind für die Hände, für die Fingerkuppen, dazu gehört auch das Klatschen. Okay. Das belebt dann reaktiv eigentlich auch das Gehirn. Ich mache es jetzt mal ohne Ton vor, also ohne zu reden vor, Entschuldigung. Dieses Reiben. Und dieses Reiben produziert Wärme. Und da fiel mir sofort das letzte Mal etwas ein. Wir können das nämlich wunderbar benutzen, um dann unseren Hals zu wärmen. Ich hatte mit der Christine Schindler schon mal darüber gesprochen, wie wir den Hals warm machen können, für die Entspannung dieser Muskulatur hier zu sorgen, weil das ist ein Teil des Artikulationsraums. Hier sitzt unser Stimmapparat, den zu wärmen. Was hast du noch außer diesem Reiben für uns mitgebracht für die Haltung? Was jetzt auch sehr schön ist für die Hüftgelenke. Auch in den Hüftgelenken sammelt sich ja sehr viel Spannung an über die Zeit des Sitzens. Und wir hatten ja eben schon die Hände hier, wenn wir einfach hier mit den Händen und die Knie zusammen bewegen, auseinander und zusammen, um wieder die Hüftgelenke zu schmieren und in kleine Bewegungen zu bringen. Das sind diese wie hieß denn dieser Tanz, Katharina? Es gab einen Tanz, Chitterbug oder so ähnlich, wo man so diese Hände haben dann die Knie gewechselt. Das war vor meiner Zeit. Ach, danke, das war auch vor meiner Zeit. Ich erinnere mich trotzdem. Nein, ich erinnere mich, es in irgendeinem alten Film gesehen zu haben. Aber das ist ja tatsächlich dann echt, das ist eine Übung für die Hüfte. Ja. Das ist ja spannend. Man merkt es direkt, wie die Gelenke da so ein bisschen gelockert werden. Wunderbar. Diese kleinen Dinge. Was können wir denn noch für unsere Haltung, für eine gute Haltung, Aufrichtung tun? Ja, wir haben jetzt schon einiges wirklich für diesen unteren Bereich getan. Jetzt ist es an der Zeit, mal auch oben zu gucken. Ach. Denn da sind ja sehr viele Beschwerden, gerade im Nacken-, Schulter-Nacken-Bereich. Schön. Und das allererste, die erste Übung, bevor irgendetwas passiert, ist wirklich das Rollen und das Kreisen der Schultern. Dadurch, bevor ich mit den Gelenken, mit den Armgelenken was mache, und ich stelle mir vor, hinten habe ich ja meine Schulterblätter. Mhm. Und die fahren nach oben, nach unten, nach hinten, nach vorne. Mhm. Die können richtig kreisförmig hinten über die Rippen rattern. Und sind da auch das nur rattert durch auch die bei Muskeln, mir. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier so ein oder Rattern so im Körper. Windmühlenartig gegengleich und dieses ist auch was es zu kultivieren gilt. Oder beide Schultern nach hinten und beide nach vorne
und auch mal zu den Ohren. Wir sind der Club der Ahnungslosen. Keine Ahnung. Oh, und lassen wir runter. Okay. Und dann noch machen wir wieder einen langen Hals. Das nur zu dem Thema Schultern. Sehr schön. Ich glaube, eins ist ganz wichtig, das nochmal dazu zu sagen. Das sind alles Tipps und Hinweise. Wenn ihr aber wirklich Probleme habt mit der Stimme, Probleme mit dem Körper, dann seid so lieb, geht zu Logopäden, geht zu Physiotherapeuten, holt euch Unterstützung. Das ist kein Ersatz für eine individuelle Einzeltherapie. Wir hatten ja mit den letztes Mal diese Schultern so schön gerollt und da steckt ja auch einiges drin. Es ist auch dieses, ich lasse meine Arme hängen, fühle so richtig das Gewicht der Arme und mache diese kleinen Schulterzuckbewegungen und schön auch, wie wenn man das mit der Atmung verbindet. Wunderbar, okay, und ach, schön. Und jetzt können wir dazu noch seufzen. Ach, wie schön. Das tut gut. Es fällt alles von uns ab. Ja. Herrlich, wunderbare kleine Übung für zwischendurch. Ich glaube, wir finden wunderbare Kombinationen für Stimmen und Körperübungen, die das nochmal auch anders auf einer anderen Seite trainieren. Genau. Und dieses zurücknehmen und dann fallen lassen oder direkt fallen lassen? Direkt. Okay, und ausatmen und dabei ausatmen. Und dann seufzen wir nochmal ganz kräftig. Wunderbar, schön. Das ist doch schon, das lockert schon mal richtig auf. Ne? Was könnten wir noch tun? So ich habe noch eine wunderbare Übung. Wir geben uns den Gong. Wir geben uns den Gong, okay. Das kenne ich aus einem anderen Kontext, aber gut. Diese Übung kombiniert die Bewegung der Schulter mit Atmung und einem Ton. Also wunderbar. Wunderbar, dann machen wir das in der nächsten Sendung gleich von Anfang an. Wunderbar, ich danke dir. Wir geben uns das nächste Mal den Gong. Sehr schön.